Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns dieses wunderschöne, sackenteure Schätzelein an von Nui Cosmetics. Und zwar kostet der 169,99 €. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Nui hat schon mal auch so kleinere Adventskalender rausgebracht. Der ist aber tatsächlich hier auch mit 24 Boxen. Ne? Also das ist krasses Zeug. Ich erwarte hier richtig viel von, weil für den Preis muss hier richtig was drin sein. Es ist natürlich vegan und ein Adventskalender steht hinten drauf. Vom Design her sieht der nicht nach 170 Tacken aus. Starten wir mal mit der Nummer 1. Man bekommt ihn bei Douglas und bei Parfüm Dreams, da bekommt man auch echt oft Rabatte. Also den würde ich auf jeden Fall rabattiert holen. Es startet mit einem Top-and-Base-Coat, wohl in einer Full-Size, Plant-Based and Vegan. Sieht so aus, 14 Milliliter sind hier drin. Ich finde immer Top-Coat und Base-Coat super wichtig, verwende ich bei meiner Maniküre auch immer. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass wir einen Nagellack-Adventskalender hier haben. Die Nummer 2 habe ich jetzt mal geöffnet und das Produkt nach vorne rausgezogen. Da habe ich jetzt erstmal so ein bisschen Füllmaterial drin und ein Eyeshadow-Pencil in der Farbe Golden Glow. Passt. Ist weihnachtlich, definitiv. Und da sind 3 Gramm drin enthalten. Ich plane ein Full-Face Nui Cosmetics. Habe ich schon mal gesagt, habe ich aber nie hingekriegt, weil mir die Produkte vorher abgelaufen sind. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Ja, so schaut er aus. Ich bin nicht so der Ultra-Fan von Lidschattenpinseln, aber zum Beispiel die von Nabla finde ich ja richtig gut. Mal gucken, was der hier so drauf hat. Der ist auf jeden Fall anspitzbar. Hoffentlich haben wir in diesem Adventskalender keine Füllprodukte. Das würde ich nicht verkraften können. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Das hört sich an, als wäre da irgendwas Größeres drin. Na geht. Moisture and Shine Shampoo. Hier haben wir eine kleine Größe mit 30 Millilitern drin enthalten. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil wenn man in einem solchen Adventskalender so ein kleines Produkt findet für 2-3 Anwendungen, muss das richtig knallen. Ist jetzt nicht irgendwie stark parfümiert. Es riecht halt einfach recht frisch. Hier haben wir die Nummer 4 und enthalten ist ein Hydrating Lip Oil mit 5 Millilitern. Das ist dieses hier, ein pflegendes Produkt, beziehungsweise ein Zwischending von dekorativer Kosmetik und Pflege, was ich schön finde. Okay, da ist was drin, was man schütteln muss. Also eine Kugel ist hier drin enthalten. Ich weiß nicht, ob das da... Gibt es unterschiedliche Farben? Das ist nämlich jetzt hier so rötlich eingefärbt. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es mit so einem Rollerball ist. Ja, es ist so ein Metallrollerball hier oben drauf. Dann gehen wir mal zu einem Tag vor Nikolaus, zum 5. Dezember. Hier ist ein kleines Säckchen drin. Das Säckchen ist Gott sei Dank auch befüllt. Nein, hier ist eine Glasnagelfeile drin. Das finde ich ja kacke. Also der 6. Dezember ist schon riesig, ne? Also hier Nikolaus. Wir haben hier eine Tube drin und zwar ist es eine Repair Hair Mask mit 50 Millilitern. Gut, mit der Größe kannst du schon ganz gut was anfangen, ne? Ich bin jetzt nur gespannt, ob die auch wirklich von der Wirksamkeit so gut sind. Aber ich denke schon. Also Nicole Chiquitas Place, die hat ja auch wirklich sehr von der Marke immer geschwärmt. Tatsächlich haben wir in der 7 ein Tool drin. Ich weiß nicht, wofür das ist. Es ist schwer. Es ist für die Augen. Es ist kühl. Es ist angenehm, ja. Es ist wohl ein Tool für die Augen, würde ich sagen. Damit kriege ich kein Fullface hin. Wir haben keine Zwischenebenen, deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht runterfällt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir ein Lippenprodukt drin. Das ist schön. Was bist du denn? Ein Lipgloss in der Farbe 5. Meriana, 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ein wirklich wunderschöner Nude-Ton, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Muss man auf den Lippen sehen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Nagelprodukt freuen. Eine Nagelfarbe, die Farbe Nummer 01 ist das hier mit 14 Millilitern. Auch das wird wohl eine Full-Size sein. Auf jeden Fall tragbar, so ein rosa, schön. In der Nummer 10 darf es nun mit einem weiteren dekorativen Kosmetikprodukt weitergehen. Und zwar ist es eine Mascara. Hier ist ein Beipackzettel, 7,5 Milliliter, die Pango Mascara. Finde ich schön, ne? Und da ich sie in meinem Fullface verwende, werde ich sie jetzt auch einfach mal öffnen, sofern ich ein Fullface irgendwann mal zusammenkriege, was ich hoffe. Okay, scheint sehr trocken zu sein. Riecht angenehm, also fast schon nach einer Creme. Und sieht so aus. Also ihr seht es auch, ne? Die ist relativ trocken. Bin gespannt, was die mit den Wimpern anstellen wird. Werfen wir mal einen Blick in die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Fühlt sich an, als wäre nichts drin.
Nee. Ein Cognac-Schwamm fürs Gesicht. Das kannst du zur Gesichtsreinigung nehmen. Das ist ein hartes Produkt. Das ist natürlich. Kommt vom Cognac-Baum, aus der Wurzel. Und dann ist es halt erst fest. Und dann machst du es nass. Und dann ist es, ne, halt zur Reinigung geeignet. Nee. 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 Halbzeit, die Nummer 12. Hier finden wir unseren Conditioner zu dem Shampoo, was wir auch drin haben, mit 30 Millilitern. Auch das soll dann entsprechend einfach pflegen. Ja. Die Nummer 13 fühlt sich etwas schwerer an. Ein Tiegel, huch, mit Beipackzettel. Das ist ein Creme-Deo. Okay, 30 Gramm sind hier drin enthalten. Und das kann man sich dann unter die Achseln geben, wie, oder wie man halt Deo verwendet, ne? Wie man halt so möchte. Sehr fest. Riecht angenehm. Schaut so aus. Ich wusste nicht, dass Nui auch Pfleger hat. Ich dachte, die haben nur Schminke. Ich sehe schon die Kommentare unter diesem Video, dass ich zu dumm bin, um mich vorher für die Marke so mal so, ne, dass ich da recherchiere und so. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so viel Pflege und so viel Füllprodukte drin haben. Hier habe ich jetzt eine sehr, sehr leichte Nummer 14. Kann ich zum Schminken verwenden. Einmal ist es ein Schwamm. Ist hübsch. Und ein Puffelding. Ich mag Puffeldinger. Damit kann man sehr schön weich zeichnen, wenn man damit Puder aufträgt und das zum Beispiel für die untere Augenpartie verwendet. Ne? Immerhin sind hier zwei Produkte. So, hier habe ich jetzt die Nummer 15. Noch eine Lippenpflege. Wir hatten ja eben schon das Lippenöl. Hier geht es jetzt weiter mit dem Lippenbalsam. 4,7 Gramm habe ich hier drin enthalten. Jo. Der muss auf jeden Fall krass unterwegs sein, wenn er in einem 170 Euro Adventskalender drin ist. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier in meinen Händen und da haben wir einen Nagellack drin. Das ist so ein schönes Weihnachtsrot in der Farbe 02. Ja, Plant-Based and Vegan Nail Color 02. Auch hier wieder 14 Milliliter. Sehr hübsch, sehr, sehr edel, sehr schön weihnachtlich. Auch die Nummer 17 war riesig und wir haben ein Tüpchen drin. Ein Produkt, was ich definitiv auch in einem Beauty-Adventskalender als sehr sinnvoll empfinde für einen Adventskalender. Und zwar ist es eine Softening Hand Cream. Hier haben wir 30 Milliliter drin. Ja, so eine Handcreme kann man auf jeden Fall zur Weihnachtszeit gut gebrauchen. Da ist man ja sowieso alles ist ein bisschen trockener und so. Und ne, und ja, Handcreme ist gut. Die Nummer 18 ist schön groß und da haben wir auch ein Säckchen drin, ein Organza-Säckchen und drei Produkte sind hier drin enthalten. Das finde ich schön und ich finde es auch gut, dass es Pinsel sind. Ich mag Pinsel. Pinsel und ich, wir sind einfach große Freunde. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Das ist einfach so ein Eyeliner- und Augenbrauenpinsel. Je nachdem, für was du den verwenden möchtest, sieht sehr schön aus, fühlt sich auch gut an, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich Bock drauf. Dann habe ich hier so einen Shader, damit kannst du Lidschatten auftragen. Du kannst aber auch, weil der weich genug ist, ein bisschen damit verblenden. Ne? So schaut der dann aus. Auch ganz hübsch. Und dann haben wir noch einen etwas größeren Pinsel, womit man Puder auftragen kann. Aber auch Blush und Bronzer und Highlighter würde ich damit auftragen. Brauchst ein bisschen länger, ne? Weil der halt relativ klein ist. Aber der fühlt sich auch echt gut an. Ja. Weiter geht es mit der Nummer 19. Wow, ja, mit der Nummer 19. Wir sind in der Weihnachtswoche und das ist der 19. Dezember. Mutig. Natural and Vegan Brow Sculpt in der Farbe Reo 2,5 Gramm. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, welche Farbe hier drin ist. Denn ich bin blond. Offensichtlich. Ich finde das immer schade, wenn Firmen dann halt Produkte reinpacken, die nur eine bestimmte Gruppe von Menschen das dann verwenden kann. Das ist eine Pomade. Wenn ich ganz vorsichtig damit arbeite, könnte das vielleicht was werden. Muss ich mal gucken. Ich habe ja den Augenbrauenpinsel hier auch mit dabei. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Mal schauen. Na, siehste wohl. Am 20. Dezember haben wir jetzt was drin, was ich gehofft hatte, dass wir es drin haben. Und zwar ist es das Setting Powder Paracore oder Paracore. 12 Gramm sind hier drin enthalten. Na, siehste wohl. Letztes Jahr hatten wir im Glossybox Adventskalender ja auch eins drin. Und ja, mal gucken, mal gucken. Es soll ja, also es ist ja, ich habe es ja auch schon verwendet, ist ja richtig gut, ne? Sieht sehr hübsch aus, ne? Und von innen etwas zerstört, muss ich sagen, aber na. Und so schaut dann das Puder im Pfännchen aus. Sehr cool. Ein bisschen gelbstichig, ne? Aber das kann wohl was werden. Eine Full-Size von dem Puder. Das freut mich. Das finde ich gut. Das gibt mir jetzt wieder Schwung. In der Farbe Amira finden wir am 21. Dezember ein Lippi drin. Das ist dieser Lipstick. Und da bin ich mal gespannt, wie die Farbe dann aussieht. Dürfte dann auch eine Full-Size sein. Sieht jedenfalls so aus, ne? Von der Größe her. 3,5 Gramm, denke ich schon. Alles andere wäre frech. Oh. Schön.
So orangestichig ist der auch ein bisschen, ne? Speziell, aber irgendwie schön. Cool. So, am 22. Dezember haben wir eine Full Size, denke ich mal, von einem Bronzer drin. 12 Gramm sind hier drin. Ist in der Farbe Komaro 1. Oh. Sieht aus, als wäre da schon mal jemand drin gewesen, wenn ich ehrlich sein darf. Kann aber auch sein, dass das einfach irgendwie zusammengedrückt wurde, ne? So schaut die Farbe auf jeden Fall aus. Könnte hinhauen, ist vielleicht ein Tick zu dunkel, wird ausprobiert. Kommen wir zum Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Ich finde es irgendwie interessant, ne, dass wir jetzt dann auf Schlag so viele dekorative Kosmetikprodukte bekommen. Der Spiegel sieht auch ein bisschen oll aus, ne? Wir haben hier einen Taschenspiegel drin. Feiere ich für 170 Euro nicht so. Die Folie löst sich hier oben drauf, da sind auch Blasen drin. Oder ist das nochmal eine Schutzfolie darüber? Nee. Das ist die Folie, wo das Logo drauf ist. Das ist nicht so geil gemacht. Aber der Spiegel an und für sich ist in zwei verschiedenen Vergrößerungsstufen. Das ist ganz cool. Ne? Und wenn du dann hier unten drauf drückst, dann öffnet er sich. Das ist schon süß gemacht. Aber ich finde, dass der echt, also von außen, das sieht so schäbig aus. Entschuldigung. Ich bin jetzt einfach mal komplett ehrlich. Ne? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Heiligabend, Leute. Der 24. Dezember, das Highlight des Adventskalenders, ist riesig und ist schwer. Und es ist eine Full Size von einem Face Cleanser. Glow Soothing Kohai, keine Ahnung, 200 ml. Ja, doch, komm. Gesichtsreinigung ist wichtig, ist der erste Schritt von unserer Gesichtspflege. Also macht das auf jeden Fall Sinn. Ist okay, haut mich aber nicht um. Tatsächlich hätte ich das Setting Powder da eher so drin gesehen. Das sollen jetzt Produkte für 170 Euro sein. Ich weiß hier nicht. Also mich stören extrem bei dem Wert die Füllprodukte. Dann auch, dass wir tatsächlich relativ kleine Größen hier teilweise drin enthalten haben. Ja, wir haben am Ende dann doch relativ viel dekorative Kosmetik gefunden, was ich schön finde. In der 24 einen Cleanser drin zu haben, kann man machen. Ist auch irgendwie okay, ist halt auch eine Full Size, ne? Das ist schon positiv. Da hätte ich aber, wie gesagt, andere Produkte eher so drin gesehen. Ja, ich weiß nicht, also es flasht mich nicht. Ich hatte gehofft, hier irgendwie mehr Wum zu kriegen für den Preis. Da hole ich mir lieber den von Asam für 170 oder halt zwei andere, keine Ahnung. Aber das ist jetzt nicht so mein Favorit. Bewerte ich das zu kritisch? Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es super gerne mal in die Kommentare. Aber seid bitte freundlich. Also ich versuche wirklich an dem Fullface zu arbeiten, dass ich auch ein Fullface Nui Cosmetics für euch hinkriege. Sicherlich konnte man online auch irgendwo sehen, was drin ist. Aber ich lese mir das halt einfach nicht vorher durch, weil ich mich auch einfach überraschen lassen möchte. Ich finde es cool, dass wir eine Mascara, dass wir einen Bronzer und Puder drin haben. Die Pinsel finde ich auch nice. Auch dem hier Schwamm- und Puffelding finde ich gut. Ich finde, dass man jetzt nicht unbedingt hier eine Pinzette reinpacken muss. Und schäbigen Spiegel, Cognac-Schwamm. Nee, das hätte nicht sein müssen, oder? Weiß ich nicht. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.